Gott. Grüß Gott. So, komm rein. Na, danke schön, mir zum Frühstück. Das Schlimme ist. Ja, dann gehen wir in den Rad rein. Das ist das Allerbeste. Ja, auf die Radbahn, genau, mit unserem Schlitten. Und dann bleiben wir da oben und dann setze ich mich. Sitzt du da in Sonne? Raus in die Sonne. Mhm, ja, wir machen. Also, das ist wirklich zu weit, oder? Setz dich hin. Ist ein Kaffee. Ist ein Kaffee. In zwei Stunden. Schwarz war es. In zwei Stunden. Ja, damals war es schon. Ich war viel fest geschlafen. Ja, ich war fest geschlafen. Ich hab so getrunken und es ist ja viel später, ich bin jetzt gerade essen gewesen. Ich hab mir gedacht, ob das noch aufgefahren hat. Ich fühlst das halt zu spät. Ich fahr mal durch, weil die Mitte gesagt hat. Und fünf? Ja, das ist ja der Mensch. Deshalb. So. Hast du deine Freundin schon sehr gerne? Nein. Wo ist sie denn? Ist sie gar nicht da? Kann ich ein bisschen Musik machen? Ich bin 27, das ist ja nicht so alt. Ich will nicht mehr meine ganze Kraft und meine Nerven nur für diesen Beruf hergeben. Es ist mir nicht mehr genug. Es genügt nicht mehr. Sie wollen weg aus Paris? Ja. Das hat gar nichts mit Paris zu tun. Wie sieht denn in Paris so ein Tag aus bei Ihnen, wenn Sie in Paris sind? Wenn Sie nicht arbeiten? Aber wenn ich nicht arbeite? Oh, das war lange Zeit überhaupt nichts zu tun. Ich habe damit sehr viel Energie und wirklich bewusst mich herausgewurstelt habe aus diesem Nichtstun. Denn wie gesagt, so lange das... Es war ein Film, eine Arbeit zu Ende und ich wusste nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll. Dann habe ich lang geschlafen. Nicht einmal Energie. Keine Energie, nicht einmal zum Spazieren gehen oder irgendetwas. Banales, normales, simples, was weiß ich. Alltag. Das ist ja wichtig. Man muss ja. Wissen. Was der Alltag ist und wie man ihn lebt. Und deshalb ist das war auf Paris sehr lange Zeit so. Was, mein Gott, was war? Was ist das? Nichts. Ich forciere Dinge zu besorgen. Ja, das hat mir dann auch manchmal Spaß gemacht für die Wohnung, wenn sie auch gemietet war und ich meine eigene war, etwas zu kaufen für die Wohnung oder. Manchmal von Zeit zu Zeit Freunde einzuladen, das war aber auch sehr selten, denn ich hab, mein Gott, wenn ich darüber nachdenke, so lange, über 2 Jahre, fast 3 Jahre in dieser Wohnung und habe eigentlich ganz selten war mit Freunden dort, habe ich selten. Muss man ja auch also Hausfrau sein können oder sowas und das kann ich nicht. Da hatte ich dann, natürlich hat meine Sandra, die hat immer alles arrangiert und wunderbar gemacht und dann, aber das war eben selten, das also,
irgendjemand kam und ich am Abend zu Hause mit irgendwelchen Leuten war, oft, also meistens allein. Oder ich bin ausgegangen, oder ich bin ins Kino gegangen, bin ins Theater gegangen, das ist selbstverständlich viel lieber. Und ich war auch viel weg. Ich war nicht immer in Paris, wenn ich nicht gearbeitet habe. Ich bin weggefahren, ich war am Meer, ich bin, ich weiß nicht, in Côte d'Azur gefahren. Krankhaften Ehrgeiz verloren. Natürlich gibt es etwas anderes. Mein Leben, mein Privatleben. Worüber ich wirklich bestimmt, also noch vor 2 Jahren. Das heißt, nein, darüber nachgedacht, mir darüber Gedanken gemacht, immer eigentlich. Aber das war so momentan und dann kam die nächste Arbeit und dann kam wieder die nächste. Aber ich hatte gar nicht viel Zeit dazu, wollte sie wahrscheinlich auch nicht haben. Denn es gab eben dann, damals nichts anderes. Nur die Arbeit, nur den Beruf. Aber das, ich habe nicht mehr diesen Ehrgeiz, ich habe nicht mehr die Kraft und ich habe auch nicht mehr die Nerven. Und ich will auch nicht mehr. Weg, weg, weg von dem ganzen Getue, von dem ganzen Theater, dem ganzen hektischen, enervierenden Paris. Ich werde es immer lieben, ich werde immer wieder mal hingehen, aber dann ist es aus
Services, also Arbeit oder mal, was weiß ich, zum Geld ausgeben, aber dann wieder weg. 6 Jahre, das genügt jetzt. Ich will. Ich bin kein Großstadtmensch. Ich will mich nicht irgendwo eingraben, was weiß ich. Irgendwo hoch auf den Bergen oben, das könnte ich auch nicht aushalten. Ich bin zu jung und das, ich möchte schon. Ich bin gern von Zeit zu Zeit in der, aber dort leben ständig in der. Das kann ich nicht. Nee. Genau wie ein gewisser Ehrgeiz und eine gewisse Ambition habe ich verloren. Genauso habe ich verloren dieses unbedingt, ich versäume was, wenn ich nicht jeden Tag in der Großstadt bin und dort lebe oder irgendwo wie Paris oder was weiß ich wo und dann ausgehe und Leute sehen und denke, ich weiß nicht. Einerseits bin ich wirklich dazu gemacht und andererseits überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Jedenfalls nicht für das sogenannte Star System, das ich hasse. Naja, der nächste Film wird ja anders sein, nicht? Oh ja, ganz anders, ganz anders. Eine kleine Crew. Und Papa. Je veux rester là. Je ne peux rien. Je m'en fous, viens. C'est drôle, tu sais. Je n'aime plus rien que lui. Ce petit bout de rien du tout. Ce petit garçon. Petit garçon, c'est vrai. Je suis consciente, tu sais. Je ne crois pas ce petit garçon ou un autre. Je ne crois pas que... C'est l'idée, tu comprends? L'idée, c'est ça. C'est tellement fort. Tu ne peux pas savoir, c'est drôle. Tu sais? Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas rentrer. C'est bien. Je me sens bien ici. C'est vrai? Oui. Mais puisque je n'aime plus rien, toi non plus. Ça ne fait rien, hein? Ganz anders, gar kein Firlefanz und diese ganzen. Deshalb habe ich auch den Fred gebeten, er soll sich kümmern um Publicity, denn natürlich braucht man Publicity während eines Films und jeder Schauspieler braucht ein bisschen Publicity, also jedenfalls Filmschauspieler. Aber ich möchte Theater spielen. Ich möchte es wirklich. Ich habe eine scheiß Angst davor, aber ich möchte es. Wenn ich das, Herr Söberberg, wenn ich mir manchmal vorstelle, ich träume ja davon, also ständig fast, wenn ich mir mal dann vorstelle, ich würde es schaffen und ich hätte sagen wir, also was weiß ich, in Burgtheater, also Akademietheater, in Wien wirklich einen Erfolg und also ich meine, das auch ein, auf das, was nicht nur ich allein, sondern man würde ein wirklich glänzendes Stück finden, ein neues, modernes, was ich mir wünsche, also das wäre das Richtigste, das Klügste, glaube ich, aber es ist auch das Schwierigste zu finden, dann die Vorstellung ist also unbeschreiblich. Ich glaube, ich werde, ich was weiß ich, ich wäre sehr glücklich. Das wird mich sehr glücklich machen. Aber dann kommen wieder so die Gedanken und die Angst, dass ich mir was durch Lampenfieber und
Nerven, dass die Nerven, dass mir die Nerven durchgehen, dass ich mich mir dadurch also verpackt. Wenn der weiße Flieder wieder blüht, hieß er. Mit meiner Mutter, Willi Fritsch, Paul Klinge, Hertha Pfeiler. Das ist ja über 10 Jahre her. Das ist nicht, zu fassen. Ich bin ja nicht der Einzige. Es haben ja viele so früh angefangen. Die dann sagen würden, naja, schön, ich war nie wirklich 14, ich war nie wirklich Teenager oder was immer. Ich habe dann schon, ich hatte einen wirklichen Beruf, ich habe gearbeitet, aber das habe ich ja wollen. Ich habe mir ja gar nichts anderes gewünscht, wenn ich hätte können, wenn man mich lassen, wenn das möglich gewesen wäre, hätte ich mit 7 im Landestheater Peterchens Mondfahrt gespielt in Salzburg. Was alles, wenn nur Hauptsache nur spielen. Ich meine, ich hätte ja nie was anderes bekommen. Ich habe ja auch in der Schule nur gespielt. Während des ersten Films wurde ich 15. Ja, ich hatte Angebote immer wieder dieselben, nicht? Bis ich dick und fett geworden wäre und in keine Reifröcke mehr reingepasst hätte. Davor bin ich ausgerissen und überhaupt. Weg. Nach Paris bin ich dann. Und ich habe 2,5 Jahre nichts getan. Gesucht. Ich habe ja lange. Viele Jahre. Drei Filme pro Jahr gemacht. Haben Sie mal gezählt? Gezählt, ich habe einmal, ja, aber jetzt bringe ich es nicht mehr zusammen. Na, circa? Circa, was weiß ich, 25, sowas. Etwas mehr vielleicht. Auf jeden Fall zu viele. Wenn das Unbewusste dann nicht mehr existiert, wenn das Unbewusste weg ist, verstehen Sie? Und das ist ja, es geht 1, 2, 3, vielleicht sogar 4 Filme, aber dann fängt man ja mal an nachzudenken, nehme ich an. Also ich jedenfalls. Und dann wird es etwas ernster, man wird ernsthaft den Beruf macht. Dann wird's viel schwieriger, natürlich, und es wird immer schwieriger. Ich könnte mir alles viel leichter machen, sicher. Aber es ist langweilig. Es ist langweilig. Ich hätte ja nur immer nur Ja sagen müssen. Wunderbar, gar keine Schwierigkeiten. Das lief alles wie ganz glatt. Wir schwimmen weiter mit demselben. Demselben lauwarmen Brühe. Und es ist recht einfach, es gibt keine Probleme. Und es ist kommerziell. Und so ist es. Also ich würde das nicht, das langweilig. Deutsch, das ist das berühmte himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Ja, es trifft auf zu, das stimmt schon. Thank you.
Fritz. J'avais 19 ans quand je vous l'ai confié. La vie n'a pas été aussi simple que je le croyais. Je fais une salade. Ah, ça alors, dans le plan général. Ah, ouais. Ich nehme mich gar nicht ernst. Ich mag wohl so aussehen manchmal, aber ich nehme mich nicht ernst. Bestimmt nicht so ernst, um darüber um nachzudenken. Mich zu fragen, warum interessieren Sie sich für mich? So viel außer der Arbeit. Warum? Nö. Nee. Ich verbringe meine Zeit lieber. Ich will es nicht wissen. Ich meine, ich will es wissen, aber dann soll mir jemand anderer erklären. Ich selber, warum soll ich... Ja. Aber zu Sissis Seiten war es klar, nicht? Sie deckten sie mit einem gewissen Typ, einer Idealvorstellung. Es gibt ja so viele, das ganz Ähnliches oder so vielleicht sogar gleich, das Gleiche gemacht haben. Mehr Grund geben. Weil die Sissi ist tot. Wenn Pommy Schneider heute interessant ist, dann muss er was anderes dahinter stecken. Was kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich hoffe eines Tages, dass man sagen wird, ihre Arbeit, was sie gemacht hat, was sie spielt, was man da oben sieht, sei es im Theater oder im Kino. Glauben Sie, dass es heute schon so ist? Das Interesse ist ein Beweis. Und es gibt nicht so viel Grund, muss ich sagen. Denn was war schon so enormes? Was war schon so? Ein paar ganz wenige Dinge, worüber ich selbst sagen kann, ich bin, das freut mich, das war ganz gut und ich war zufrieden. Aber das ist zu wenig. Und das ist gar nicht mehr aktuell. Wie ein erstes Stück in einer anderen Sprache, in einer anderen Stadt oder etwas wie eine Rolle in Boccaccio, der Prozess, der Kardinal. Und das ist aber auch schon alles. Jedenfalls nicht genügend. Offensichtlich nicht genügend, dass die Presse sich und auch das Publikum, selbstverständlich, das wird ja mitgezogen durch die Presse, mehr für meine Arbeit interessiert. Offensichtlich ist er nicht gewesen.
de ces tristes Venise, autant des amours mortes que ces tristes Venise. Quand on ne s'aime plus, on cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que les silences creux, et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes que c'est triste Venise. Quand on ne s'aime plus, les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas, et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait estorbe. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours mortes. C'est trop triste Venise, quand on ne s'aime plus. Sie hat mir die Chance gegeben. Sie hätte ja damals auch ruhig sagen können, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie hat sich zwar einen Zettel, nicht einmal einen Vertrag oder irgendeinen Zettel unterschreiben lassen, wenn das nicht geht, wenn das irgendetwas völlig Mittelmäßiges und gar kein Talent ist, dann ziehe ich sie aus der ersten Woche heraus. Und ich
kam, flog damals. Das war mein erster Flug von Köln nach Berlin. Zu diesen Probeaufnahmen. Es war ein Tempelhof, da waren viele andere attraktive, hübsche, sexy Mädchen. Naja, und ich habe halt also meine Text gesagt und meine Probeaufnahme gemacht und hatte dann einen Monat keine Nachricht. Das heißt also, wir hatten keine. Meine Mutter hat ja doch auch gewartet, wie das Resultat sein wird, obwohl sie bestimmt nicht sehr dafür war. Und dann kam es endlich. Ich war also verzweifelt und habe mir gedacht, naja, also das wird bestimmt nichts werden, denn so lang, das müssten die doch früher wissen. Und dann kam es, das war im September, was weiß ich, vor über 10 Jahren jetzt nicht. Kam das Telegramm, dass sie mich nehmen werden. Und dann habe ich, das war meine erste Rolle und dann ging es weiter. Für eine erste Rolle fabelhaft, das war eine große Rolle, das war eine wichtige Rolle. Das leidige Thema, Sissi Ramaschka, wenn Sie heute diesen Film denken, angenommen jetzt nicht, in Distanz, einfach dran denken, haben Sie als Schauspielerin Ihre Rolle genügt. Glauben Sie, dass Sie es so gut gemacht haben, wie es für den Film richtig war? Für Sissi? Mhm. Ja. Absolut. Ich glaube, das war bestimmt richtig. Das hat absolut damals gestimmt. Ich kann das doch ruhig sagen. Ich habe ja der Beweis ist ja da. Es blieb ja nicht einmal nur in Deutschland dieser Erfolg, dieser 3 Filme, dieser Serie, sondern es ging ja bis Frankreich, es war ja überall in Europa ein Riesenerfolg. Ich war ja diejenige, die am allermeisten überrascht war, als ich das erste Mal damals zu Außenaufnahmen, ich erinnere mich, von München nach Paris flog mit Keutner und Horst Buchholz für die Außenaufnahmen von Mon Petit. Einer der wenigen Nicht-Kostümfilme, die ich in Deutschland gemacht habe und die mir in München noch in Riem am Flugplatz, du wirst sehen, dass der läuft Sissi dort, du wirst die Plakate sehen, du wirst sehen, was das für ein Volk ist. Ich habe gesagt, komm, mach doch nicht in Frankreich, doch nicht die Franzosen, das ist doch alles völlig läppisch. Und ich habe das gesehen dort und sehe da meinen Namen ganz groß und Sissi und also in Französisch den Titel, keine Ahnung, hat ja kein Wort Französisch gesprochen damals. Also Herr Marischke, der ein wirklicher Freund war, hat genau gewusst, was er will, als er mich engagierte für Mädchenjahre einer Königin. Das war der erste Film. Das war mein dritter und der erste Film mit Marischke. Er hat es. Er hat nicht gesagt, ich engagiere da eine, ich will da eine versierte Schauspielerin. Er hat dieses junge Ding unbewusst, das genau, und das war, er hatte wohl recht behalten, wir haben ja den Beweis. Alle Filme, die ich mit ihm gemacht habe, waren ein Riesenerfolg, ein Riesengeschäft. Wie das intellektuelle Publikum oder viele andere darüber denken, das ist etwas anderes. Wie ich jetzt darüber denke, ist auch etwas anderes. Was ich ihm und diesen Filmen zu verdanken habe, weiß ich. Sehr viel. Alles. Damit hat sie angefangen. Nicht? Aber ich... Genauso, wie ich Ihnen jetzt sage, das war bestimmt richtig damals. Und es war bestimmt, das wollte man... Das hat er von mir. Er war zufrieden. Es war mein Regisseur. Den Leuten hat es gefallen, dem Publikum hat es gefallen. Also war es richtig. Mir hat es auch gefallen. Ich war selig. Ich war die Prinzessin nicht nur vor der Kamera. Ich war dauernd die Prinzessin. Ich war fast 7 Jahre lang Prinzessin. Aber dann wollte ich es halt eines Tages nicht mehr sein.
Prinzessin. Wirklich, war ich nie, aber man hat mich so verwöhnt. Das möchte ich damit sagen. So, es war entzückend, die Zeit war bezaubernd mit den Mariküssen. Und ich möchte es nicht missen, aber genau, was ich sagen wollte vorhin, was ich so sicher ich Ihnen jetzt sagen kann, so sicher ich weiß, dass das damals gestimmt hat, so sicher kann ich Ihnen jetzt sagen, ich könnte es gar nicht mehr. Es wäre mir unmöglich, jetzt Sissi zu spielen. Ich hätte für die Leute, das wäre sicher, also so groß der Erfolg damals war, so groß wäre der Flop jetzt. Oder ich wäre stehen geblieben. Ja, auf einem Punkt immer. Und das ist wohl das Schlimmste. Die Gewohnheit und das Stehenbleiben und Faulheit wäre meiner Meinung nach das Beste ein neues, modernes Stück. Also kann ich Ihnen nicht sagen, was. Das ist das Schwierigste zu finden. Es gibt weder in London noch in New York und noch in Paris im Moment. Ich bin dauernd am laufenden Band informiert. Irgendetwas, was sich lohnen würde, was richtig wäre oder was das wäre, was ich wirklich spielen möchte. In meiner Sprache. Wenn ich nicht ein neues, modernes Stück finde, dann... Oh, schauen Sie, es gibt so viele Möglichkeiten für mich, so viele Rollen. Ich meine, das ist ja eigentlich schon fast langweilig, darüber zu sprechen. Man hat mich so oft gefragt, ich habe immer, konnte und kann immer nur wieder dasselbe an, was man mir vorgeschlagen hat, was man mir angeboten hat. Die Julia, die Ophelia, das Gretchen, Kabale und Liebe, Kätchen von Heilbronn, aber ich kann mir nicht leisten, mit Shakespeare, mit Angst, das ist nicht möglich. Ich habe nicht die Erfahrung, die Angst ist schon groß genug. Der Wunsch, Theater zu spielen in Deutschland oder am Burgtheater, ist trotzdem noch größer. Aber es mir dann noch absichtlich noch schwieriger zu machen mit einem Klassiker, das wäre Wahnsinn. Darauf kann man mir selbstverständlich sagen, du bist feige. Du willst es, dann riskier es. Ich hab ja auch riskiert, das ist das merkwürdig. Ich kann ruhig sagen, geschafft. Damals in Paris und dann auf der Tournee mit der Möwe in einer anderen Sprache, was bestimmt, und plötzlich jetzt erscheint es mir viel schwieriger in meiner eigenen Sprache zu und habe viel mehr Angst davor, in meiner eigenen Sprache auf der Bühne zu stehen, als zum Beispiel morgen nach Paris zu gehen und in Französisch nochmal zu spielen. Das ist merkwürdig, aber vielleicht liegt es daran, dass ich so lange weg war und eigentlich 6 Jahre lang sehr wenig und selten Deutsch gesprochen habe. Und ich meine, man steht ja auf einer Bühne dann. Die Angst, das Lampenfieber, das ich habe, das kann ich Ihnen gar nicht beschreiben. Das kann ich Ihnen nicht beschreiben. Und zu dem Moment zu kommen, das Lampenfieber zu spielen, ist zu primitiv. Das Lampenfieber zu benutzen, da muss man sehr weit sein. Da muss man sehr viel Souveränität haben. Und das habe ich nicht auf der Bühne. Das kann ich noch nicht haben. Das ist unmöglich. Aber um in ein Stück, eine Rolle zu nennen, dann würde ich sagen, die heilige Johanna, Shaws heilige Johanna.
Das glaube ich, wäre vielleicht eine gute Idee. Das glaube ich. Das würde ich, würde sehr gern, das würde ich gern spielen. Die Macht. Und das gilt hauptsächlich für Amerika, für Hollywood, die einen Schauspieler hat. Die Macht. Die Brando, Sinatra. Ja, als Beispiel. Haben, zum Beispiel. Nicht? Und oder eine Lorraine oder eine Elizabeth Taylor. Für die Herr Williams, Tennessee Williams oder ich weiß nicht, welche großen Autoren sagen wird, ja, für die schreibe ich ein Stück. Der Position zu sein, das, dann ist es vielleicht etwas leichter. Aber wo stehe ich? Bin ich traurig darüber, denn damit, mit dieser Macht und diesem... Star-System. Ich muss immer wieder dasselbe Wort sagen, denn ich glaube, das ist das Richtigste. Gehört so vieles dazu. Muss man fähig sein, so vieles zu akzeptieren und zu machen und zu leben, um dahin zu kommen, wozu ich unfähig bin. Absolut unfähig. Da muss ich mir dann also schon sagen, also entweder das oder das. Entweder du willst dieser Star sein und akzeptierst und bist dauernd überall zu sehen, was mir Herr Preminger mal gesagt hat, du hast das Zeug dazu, du hast das Talent. Wenn du die sogenannte Weltkarriere Film, natürlich, selbstverständlich ein Film, machen willst, dann dreh alles, was kommt, solange es nicht absoluter Dreck ist. Dreh alles. Ich habe ihm gut zugehört und er hat bestimmt recht. Fast hundertprozentig recht. Und ich habe es versucht und ich konnte es nicht. Ich weiß ganz genau, wenn ich akzeptiert hätte, mindestens 5, 6 Filme, die man mir angeboten hat, mit Partnern, die sowas von Box-Office sind, wie man, um dieses Wort zu gebrauchen, in Amerika und überall, dann wäre ich jetzt woanders. Ich habe ihnen gesagt, ich könnte es mir viel leichter machen. Ich hatte die Chance, vielleicht habe ich sie jetzt nicht mehr. Weil ich mir selber verpatzt habe, oder auch nicht. Was, das Bild? Ja. Es könnte mein Richter sein, nämlich. Ich kenne ihn, er ist überhaupt nicht groß. Er ist klein, fast wie ein Zwerg. Aber schauen Sie an, wie man ihn hat malen müssen. Er ist eitel. Natürlich, wie jeder hier. Bitte, ich hatte eine kleine Rolle, aber Sie haben es vielleicht gesehen. Sie haben es mögen. Und ich weiß, ich war gut. Und ich würde mir wünschen, Sie wüssten, wie es war. Sie wären dabei gewesen. Sie wären eine kleine Maus gewesen irgendwo in einer Ecke und hätten zugeguckt, zugehört, wie es war. Die Angst, die ich hatte, diese Fragen. Das dauernde Fragen, das dauernde Probieren wollen. Und dann diese ungeheure Stimme, die sagt, shut up, do it, just do it, go. Und dann die erste Vorführung. Ich sagte, nein, 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 keine Vorführung, eine wirst du sehen. Und ich habe sie gesehen und ich habe mich nicht erkannt. Ich schwöre es Ihnen, wirklich, so war ich es. Ich habe mich nicht erkannt. Ich habe gesagt, wer? Das ist doch nicht wahr. Genau so war es. Selbstverständlich. Doch nicht ich? Doch nicht ich? Er? Ich habe mich nicht erkannt.
Die vielen Vorführungen, die ich gesehen habe, immer wieder nicht schlafen können, wenn ich keine Vorführung gesehen habe. Nie zufrieden. Und das war das erste und das einzige Mal bis jetzt. Ich gesagt, das ist nicht wahr, entsetzlich, das ist hässlich, das ist grässlich, das ist fürchterlich, aber that's me. Ich hab gesagt, gut, bitte, das ist die, eigentlich hab sie dir versprochen, das sie gesehen und jetzt los, keine mehr. Und er hat recht, ich werde in keine Vorführung mehr gehen. Be paid. Oh, das war fabelhaft, die Arbeit. Eine Woche. 10 Tage. Nicht mehr. Und ich, er hat mir nicht mal die Rolle angeboten, die ich gespielt habe. Ich sollte die Rolle spielen, die Elsa Martinelli gespielt hat. Weißt du, warum der Advokat eingeben? Ich habe das Drehbuch gelesen. Ich war noch auf der Tournee. Ich war noch auf Tournee mit der Möwe. Ich war noch in einem hoffnungsvollen Stadion. Und bekam das Drehbuch, den Brief von Wells. Und ich sagte, die Rolle. Schon sehen. Ich habe telegrafiert, wir haben telefoniert, wir haben geschrieben und gesagt, die Leni, die ist wissen. Oh, er empfängt mich auch. Und das war der andere zugesandt. Nur man weiß nie wann. Das ist so nervig. Ach, das ist so nervig. Man weiß nie, wann er gewillt ist, einem zu empfangen. Es ist jederzeit möglich. Am Tag, in der Nacht. Und wenn ich nicht sofort zur Stelle bin, wenn er gesagt hat, dass er mich zu sehen wünscht, dann habe ich meine Chance verpasst. Dann muss ich noch einmal so lange warten wie vorher. Darum lasse ich Sie ja hier schlafen. Ich fürchte, man wird sehr abhängig von seinen Advokaten mit der Zeit. Die Wahrheit ist, er hat's gern. Wahrscheinlich nicht das Warten. Aber Sie schlafen gern hier, nein? Oder nicht? Gut. Wollen Sie sein Zimmer sehen? Na schön. Ich habe dazu gebracht, dass er den Hustler gespielt hat. Ich! Der will doch mal nicht mehr spielen. Hasst es! Genauso wie es hasst, wenn man von Citizen Kane oder früheren Filmen spricht, die er gemacht hat. Hauptsächlich Citizen Kane. Hasst es! Erste Leseprobe. Dreimal, viermal, immer wieder dieselbe Szene. Diese Leni und der Anwalt. Sie hatten noch keine. Charles Lawton, Courtney und Pierre Frenet. Die drei. Stand zur Diskussion. Das war nicht mehr. Charles Lawton war dann. Er war ruhig und brav. Ist gestorben. Frenet konnte nicht und Courtney konnte nicht. Oder Courtney wollte nicht, das weiß ich nicht. Ich habe ihn jetzt eingesperrt, weil er mich sonst bei der Arbeit belästigt. Da ist er ja sowieso immer. Also, du kannst mir keine Auskunft geben, was er gemacht hat. Ich schaute von Zeit zu Zeit durch den Ventilator. Er kniete auf seinem Bett und studierte das Buch von ihnen. Es war nicht hell im Zimmer und dass er trotzdem las, zeigt, dass er tut, was man von ihm verlangt. Hat er verstanden, was er gelesen hat? Naja, er verfolgte die Zeilen mit seinem Finger. Alles, was ich weiß, ist, dass er immer nur dieselbe Seite gelesen hat. Das Buch ist sicher schwer zu verstehen. Ja. Es ist ein wissenschaftliches Werk. Es soll ihm wenigstens eine Ahnung geben von den Komplikationen, durch die ich mich seinetwegen zu kämpfen habe. Und während dieser Probe, genau, Hakim Tamirov, Tony Perkins auf dem Tisch saß. Ich war hier und Wells war da. Jetzt nimm mir. Und dreimal immer wieder dieselbe Szene gelesen. Das war eine Woche vor, bevor ich überhaupt zu drehen hatte. Und dann habe ich ihn immer unterbrochen. Und er hat gesagt, go on. Und ich habe ihm gesagt, you must play it. There is only one hustler, you must play it. Und ich habe es gekriegt nach der dritten Leseprobe. Er hat es gespielt.
habe einen Dollar dafür bekommen. Und noch für eine andere Idee. Das ist nicht interessant. Aber noch für eine andere Idee. Und das kam aber nur von ihm alles. Während einer Szene, während einer Szene, etwas, das plötzlich, das passiert. Und er, der sagt, just hold it, do it, we go. Und das war mein zweiter Dollar. Ich kann mich genau erinnern, es war nichts mit Dialog, gar nichts. Nur ein ganz, ein winziger Nichts, ein Nichts. Sie weiß es, das stimmt. Richtig. Ja, also nicht, dass es etwas übertrieben, wie irgendjemand irgendwo, ich weiß nicht mehr wo und ich weiß nicht mehr, wer mal geschrieben hat, Coco Chanel hat sie außer dem, was Anziehen betrifft und Mode, denn es gibt gar keine Mode bei ihr, sondern es gibt schlechten oder es gibt guten Geschmack, es gibt Geschmack oder es gibt keinen. Mich also gelehrt, was welche Männer und nicht und was und so weiter, also was völlig unsinnig ist und völlig lächerlich, das ist selbstverständlich, das ist also alles auch immer verdreht und immer verzerrt worden, aber sie ist eine faszinierende Frau und sie war ganz besonders reizend zu mir, er hat mich empfangen damals und so weiter, aber ich meine, es ist nicht der, sehr, sehr viel mehr. Sie hat sich dann auch den Film angesehen und ich habe meine eigene Kollektion Chanel. Gut, schön. I've been thinking about you. Even if you don't leave them. Aber ich habe das Bedürfnis, einen Platz zu haben, der mir gehört, wo ich meine Ruhe habe, wo ich hingehen kann. Naja, das machen ja alle, vor allem versuchen Stirnfransen oder was weiß ich. Und ich habe immer wieder, das habe ich oft, so lange, ganz lange, bis in die Augen. Steht mir sehr gut. Sehe aus wie alle anderen. Und nach 2 Stunden macht es mich wahnsinnig nervös und ich nehme mich immer wieder zurück. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que les silences creux. En voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux.